Wir haben auch heute wieder das Thema Kinder. Und der Florian drüben mit seinem Peace-Fahrzeug, der hat hinten ein Boot. Und wir werden das dann nachher abwechselnd machen. Wenn Kinder etwas aus ihrer Situation erzählen wollen, können sie das auf diesem Boot vornehmen. Und wir machen hier so eine Interaktion mit der Bühne zusammen. Und wir wurden schon kritisiert, dass wir hier Kinder sprechen lassen. Die Kinder wollen sprechen. Wir zwingen hier gar keine Kinder zu sprechen. Sie werden in der Schule, müssen sie Maske tragen. Sie dürfen mit ihren Freunden nicht mehr spielen. Sie dürfen nicht mehr sich austauschen. Und wenn wir ihnen eine Möglichkeit bieten, dass sie mal das von sich geben, was sie wirklich belastet und beschäftigt, dann heißt es wieder, wir führen die Kinder vor. Und ja. Und ich bitte euch wirklich an die Abstände zu denken und diese einzuhalten. Und wenn es zu eng wird, wir haben wirklich am Infostand für die, die kein Attest haben, die Möglichkeit einer Maskenlösung. So. Die 10 Gebote zur Corona-Pandemie. Und ich habe mal das dazu geschrieben, was eigentlich ab dem 2. November gilt. Und bin gestern, als ich das in Nürtingen vorgelesen habe, richtig erschrocken. Und zwar bringt man den Kindern ja schon in dem letzten halben Jahr bei, wie sie sich verhalten sollen. Und dann gleicht ab, was mit dieser Corona-Verordnung alles eingeschränkt wird. Erst, also Gebot 1, du sollst deine Oma und deinen Opa nicht besuchen. Social Distancing. Du sollst überhaupt keine alten und kranken Menschen besuchen. Es gibt ja auch schon wieder Besuchsverbot in Krankenhäusern und in Alters- und Pflegeheime. Und manche alte Menschen dürfen ihre Zimmer schon nicht mehr verlassen. Was heißt das eigentlich in letzter Konsequenz? Gefängnis, genau. Gebot 3, du sollst dich nicht mit deinen Freunden treffen. Damit hast du als Kind gleich in der Schule gelernt, aha, man darf sich ja maximal mit 2 Familien treffen. Und das heißt, ich darf immer nur mit einer Freundin oder einem Freund aus einer Familie spielen. Und nicht mehr miteinander in der Gruppe oder Räuber und Gendarm oder sonst was, weil es sind schon zu viele Kinder. Gebot 4, du sollst deine Zeit nur mit deiner Familie verbringen. Also auch hier maximal wieder eine weitere Familie. Und Herr Lauterbach fordert ja auch, dass der Privatbereich überwacht werden darf. Und was bedient man sich da? Man braucht ja bloß lesen, was bei uns in den Geschichtsbüchern steht. Die Denunzianten, also der Nachbar, soll der Polizei anrufen oder im Ordnungsamt, wenn... Wenn man zu viel Besuch hat und vielleicht zu viel lacht. Das fünfte Gebot, du sollst nicht in den Urlaub fahren. Klar, wir akzeptieren ja jetzt auch das Reiseverbot und was soll's denn, dann besuchen wir halt keine Verwandten mehr und reisen nur noch beruflich. Das sechste Gebot, du sollst dir am Tag ganz oft die Hände waschen. Das siebte Gebot, du sollst den Mindestabstand einhalten von 1,5 Meter. Und das gilt auch für euch heute. Du sollst alles von zu Hause aus lernen. Also auch wieder kein Kontakt. Das zehnte Gebot, du sollst nicht mit deinen Familien einkaufen. Es ist zu gefährlich. Warum lassen wir Eltern das mit unseren Kindern machen? Eigentlich gibt es doch nichts Schöneres als Kinder, die rumhüpfen, die lachen, die singen und voller Lebensfreude und Energie zwischen uns rumspringen. Nein, die haben jetzt alle Mundschutz oder fast alle und sind sehr zurückhaltend und ich glaube, die fühlen sich nicht wohl. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Redner. Es ist Julian Eichner. Seine Mutter ist Inge Eicher-Scholl und das ist die Schwester von den Geschwistern Hans und Sophie Scholl. Begrüßt mit mir Julian Eicher. Guten Abend. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen und euch sprechen darf.
Ich hoffe, man hört mich bis unten an das Ende des Platzes. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier sprechen darf. Es ist jetzt, glaube ich, etwa die 20. Veranstaltung für Grundrechte seit dem 8. Mai 2020, bei der ich spreche und beziehungsweise an der ich teilnehme. Und mein Eindruck ist, wir werden immer mehr. Nun gibt es Leute, die sehen das ganz anders, die sagen, wir seien eine verschwindende Minderheit. Sie kennen die Begriffe oder ihr kennt die Begriffe, Covid-Jod, Aluhut und wie man alles so genannt wird. Ich habe noch nie einen Hut aus Alu auf dem Kopf gehabt, ich kenne den Begriff gar nicht. Aber diese Leute, die haben die Macht über die meisten Zeitungen, die meisten Radiostationen, die meisten Fernsehkanäle. Und manchmal muss ich dann schon schmunzeln, wenn ich zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung online, ich glaube es war am 13. September 2020, las, dass die Mehrheit der Deutschen nach einer Umfrage sich vorstellen könnten, dass ein gewisser Herr Söder Kanzler wird. In dem Text, ich habe dann natürlich den gesamten Text dieser Meldung aus der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, online gelesen. Und da stand dann drin, etwa 35% der Deutschen könnten sich vorstellen, dass Markus Söder deutscher Kanzler wird. 35%. Und nun bin ich kein Mathematiker. Aber ich habe ein bisschen Prozentrechnen mal gelernt. Und 35%, das ist die absolute Minderheit. Denn dann heißt es, 65% der Deutschen können sich nicht vorstellen bisher, dass Markus Söder Kanzler wird. Also, wenn ich mir vorstelle, ich spreche jetzt heute für die 65%, dann stimmt auf jeden Fall die Feststellung, wir werden immer mehr. Wir sprechen hier und stehen hier für die Mehrheit. Gut, es wissen wahrscheinlich noch nicht alle, dass wir hier für die Mehrheit stehen. Es gibt auch viele, die mir sagen, selbst Kommunalpolitiker, Herr Eicher, wir sind wahrscheinlich in fast allen Dingen anderer Meinung voneinander, aber in einem muss ich Sie bestärken, diese Kundgebungen sind richtig. Wenn ich dann aber diesen Leuten sage, in einer halben Stunde können Sie hier vors Mikrofon treten und eine Rede halten, dann sagen die, ja, Sie wissen ja meine Firma und Sie schweigen noch. Aber wir wissen alle nicht, ob längst die schweigende Mehrheit zu zweifeln anfängt, ob das, was wir da erleben, mit rechten Dingen zugeht. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, warum setzen sich Herrschaften wie Herr Drosten nicht einfach mit einem erfahrenen, praktischen Arzt namens Dr. Bodo Schiffmann zusammen und diskutieren mit denen? Ich habe heute Morgen bei Dr. Bodo Schiffmann gehört, wörtlich zitiert, die WHO, also die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO sagt, die Sterbezahlen entsprechen denen der Grippe. Jeder Sterbevorgang, jeder Tod ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Ich war dabei, wo Leute gestorben sind, unter anderem meine eigene Mutter. Das ist ein trauriger Moment, ganz klar, aber wir wissen alle, zumindest schulmedizinisch betrachtet, jedes Leben endet tödlich. Und daran können noch so viele Lockdowns vermutlich nichts ändern. Ich bin kein Mediziner und ich bin kein Jurist, aber ich kann versuchen, Zahlen zusammenzuzählen.
und ich kann versuchen, rauszukriegen, ist es noch verhältnismäßig. Ich höre immer wieder von Rechtsgelehrten, von Juristinnen und Juristen, es kommt auf die Verhältnismäßigkeit an. Warum also gibt es keine Lockdowns oder gibt es keine Notmaßnahmen, wenn ich höre und lese, und zwar immer wieder, dass pro Jahr in deutschen Krankenhäusern mindestens 20.000 Leute infolge von Keimen, von gefährlichen Keimen zu Tode kommen. 20.000 Leute, das sind doppelt so viel wie bisher die Covid-Toten. Warum gibt es da keine Sondermaßnahmen? Im Gegenteil, warum wird an dem Reinigungspersonal gespart? Die Frage hat mir bisher noch niemand beantwortet. Oder, ich bin kein Mitglied dieser Partei, aber der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Josef Fell hat dieses Jahr, ich glaube sogar mehrfach, veröffentlicht, dass im Jahr 2018 etwa 70.000 Leute in Deutschland früher als normal wegen Feinstaub gestorben sind. 70.000 Leute. Selbst wenn es nur unter Anführungszeichen die Hälfte wäre, also 35.000. Warum macht man da nicht wirklich was dagegen? Warum werden nicht die größten Gefährder für Feinstaub, nämlich die Kohlekraftwerke, viel schneller abgeschaltet? Wenn ich Leute frage, die zum Beispiel in der Solarbranche tätig sind und von denen wissen will, wie lange dauert es, bis so viele Solarmodule auf deutschen Dächern arbeiten, dass die gesamte Strommenge in Deutschland aus diesen Solarmodulen stammen kann, dann höre ich, das geht vielleicht 3 oder 5 Jahre, wenn man es denn politisch will. Warum sagt man nicht, in 5 Jahren ist es erledigt und macht einen sogenannten Kohleausstiegsplan bis 2038, also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Diese Frage würde ich gern von der Politik beantwortet haben. Ich sagte gerade, wir werden immer mehr. Natürlich, das weiß jedes Kind, wenn es kälter wird, dann gehen weniger Leute auf die Straße. Und wenn dann noch Verbote dafür sorgen, dass man sich nicht versammeln darf, bisher darf man es ja, dank Michael Ballweg, der es vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt hat, dass wir Demonstrationsfreiheit haben. Natürlich kann es sein, dass im Winter die Ansammlung von Leuten, die protestieren gegen diese zweifelhaften Maßnahmen, auf den Marktplätzen weniger werden. Aber die versammeln sich dann woanders, möglicherweise versammeln sie sich heimlich, weil immer mehr verboten wird. Ich finde es interessant, mich wurde ja heute schon angekündigt, dass ich mit gewissen Leuten verwandt bin. Ich habe zwar die Veranstalterin gebeten, das so direkt nicht zu sagen, weil mir das von gewissen Seiten als unmöglich angekreidet wird, dass ich sage, mit wem ich verwandt bin. Das ist so ein bisschen Denke in George Orwell-Kategorien. Aber gut, bin nachher bereit, da unten noch von meiner Frau, einer Buchherausgeberin und mir handsignierte Bücher zu verkaufen, beziehungsweise gegen eine Spende etwa im Verkaufspreis des Buchs abzugeben. Wie gesagt, handsigniert. Wir wollten das eigentlich heute hier in der Gaststätte Platzhirsch machen mit einer ganz normalen Lesung, aber das wurde dann verboten. Das sind schon die Anfänge. Ein Verbot kann manchmal auch die beste Werbung sein. Ich werde eben öfters auf meine Verwandtschaft angesprochen und in diesem Zusammenhang auf das Dritte Reich. Dazu habe ich schon öfters gesagt, öffentlich seit August immer wieder und sage das hier heute nochmal. Wir leben, gestern oder vorgestern hat Wolfgang Kubicki, immerhin Vizepräsident des Bundestages, gesagt, noch leben wir in einem Rechtsstaat. Und ich ergänze, noch. Aber das heißt, wir leben in einem Rechtsstaat, auch wenn es zurzeit Ereignisse gibt, dass ein Anwalt
mit Gewalt zu Boden geschleudert wird, dass seine Freundin an eine Wand geschleudert wird, sodass der Anwalt dann die zuständigen Polizisten wegen versuchten Totschlags angezeigt hat. Sie kennen den Fall von Markus Heinz. All diese Dinge erinnern doch eher an eine Militärdiktatur als eine Demokratie. Aber ich betone nochmal, noch sind wir ein Rechtsstaat und genau dafür stehen wir heute hier ein. Allerdings fällt mir auf, ich habe in den letzten 6 Monaten öfters mit Frauen gesprochen, die bei diesen Kundgebungen für die Grundrechte zu sehen waren. Und das taten sie zu Recht, denn immerhin hat der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP, mehrfach gesagt über die Verhältnisse und die Verordnungen, die wir zurzeit erleben, das ist verfassungswidrig. Ich zitiere nochmal Gerhard Baum, das ist verfassungswidrig. Und das hat er in den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien getan, also bei Anne Will zum Beispiel oder ich glaube am 2. April in der ARD-Sendung Monitor. Das kann man auch in YouTube nachschauen. Also das ist verfassungswidrig. Und ich habe dann mit diesen Frauen, die in der damaligen DDR groß geworden sind, gesprochen. Und eine ist beinahe in Tränen ausgebrochen bei ihrer Ansprache bei unserer Grundrechtsgruppe in Leutkirch im Allgäu und hat gesagt, dass das, was sie hier zurzeit erlebt, sie sehr erinnert an das Ende, an die letzten Tage, Monaten und Wochen der DDR 1988-89. Ich habe das andere Frauen gefragt, die damals in der DDR aufgewachsen sind. Die haben immer die gleiche Meinungstendenz geäußert. Das erinnert uns haargenau an die Zeit 1989, als die SED-Diktatur versucht hat, die Demonstrationen noch auseinanderzutreiben. Und wir wissen alle, die Demonstrantinnen und Demonstranten damals haben gesiegt. Und ich hoffe, dass er in der Öffentlichkeit nicht als Aluhut, Verschwörungstheoretiker oder sonst wie bezeichnet wird. Sie wissen ja das Wort Verschwörungstheoretiker. Noah war Verschwörungstheoretiker, bis der Regen kam. Also, ich hoffe, dass ein CDU-Bundestagsabgeordneter nicht als Verschwörungstheoretiker, Staatsfeind, Aluhut, Covidiot oder sonst wie bezeichnet wird, nämlich der Abgeordnete Fatz aus Dresden. Der hat nämlich kurz nach der ersten Großdemonstration in Berlin Anfang August diesen Jahres gesagt, das, was die Berliner Polizei damals über die Teilnahmezahlen dieser Demo gesagt hätte, nämlich sehr verniedlicht, das erinnert ihn doch sehr an die DDR-SED-Presse in Ende der 1980er Jahre. Er hat dafür viel Kritik gekriegt, aber das sagt immerhin ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Das heißt, liebe hier Anwesende, liebe Leute, wir sind nicht allein und wir werden immer mehr. Ich glaube, vorgestern hat der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, also nicht Mitglied einer irgendwie rechts- oder linksradikalen Partei, gesagt, noch haben wir einen Rechtsstaat, und er hat darauf hingewiesen, dass, wenn ich ihm richtig zugehört habe, 20 Obergerichte in Deutschland inzwischen Teile dieser Maßnahmen als rechtswidrig zurückgewiesen haben. Immerhin 20 Obergerichte. Deshalb noch einmal wiederhole ich die Aussage von Wolfgang Kubicki. Wir leben in einem Rechtsstaat noch. Und Herr Kubicki hat empfohlen, erstens, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier endlich wieder zusammenkommen und die Regierung kontrollieren. Und zweitens natürlich auch, dass sich die Bürger rechtlich, gerichtlich wehren. Und mit dem Rechtsstaat ist es so ähnlich wie mit dem Lottoschein.
Es funktioniert nur, wenn man ihn ausfüllt. Und mit dem Rechtsstaat ist es genauso. Es funktioniert nur mit Rechtstreue. Und es funktioniert nur dann, wenn man auch notfalls diese Rechtstreue einklagt, auch wenn der Staat sich rechtsuntreu verhalten sollte. Heute Morgen habe ich gelesen, ich glaube bei Querdenken in Freiburg, dass das österreichische Verfassungsgericht bereits das Verbot, das generelle Verbot in Gaststätten zu gehen, in Österreich wieder aufgehoben hat. Und ich glaube nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sich jede Gastwirtin und jeder Gastronom sich das gefallen lässt, nachdem er Tausende und zum Teil Hunderttausende ausgegeben hat für Hygienekonzepte, für zusätzliche Baumaßnahmen, dass man jetzt einfach sagt, jetzt machen wir 4 Wochen wieder die Gaststätte zu. Da wäre es doch besser, wenn Leute wie Herr Spahn positiv getestet werden, wenn das Bundeskabinett mal 4 Wochen lang sich zurückhält. Das würde dem Land sicher dienen. Und es haben bereits mehrere Leiter und Leiterinnen von Theatern oder Schaubühnen angekündigt, dass sie rechtlich dagegen vorgehen wollen, dass generell jetzt die Kulturstätten abgeschlossen werden sollen für 4 Wochen. Das erscheint mir rechtlich auch nicht haltbar. Ich finde es bemerkenswert, dass die Schulen offen bleiben sollen. Warum? Weil Herr Drosten das so dringend empfohlen hat? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Schulen sollen jetzt offen bleiben, weil sich inzwischen schon so viele Eltern gewehrt haben. Mir haben das zumindest mehrere Väter und Mütter gesagt, die auch nach Stuttgart gefahren sind, um dort Rabatz zu machen beim Kultusministerium. Und ich glaube, dass der Widerstand, das Aufmucken der Eltern Wirkung zeigt. Es gibt ein schönes Lied des Reggae-Musikers Bob Marley, das heißt The Harder They Come, je härter sie kommen. Und ich glaube, sie werden diejenigen, die diese komischen Lockdowns jetzt beschlossen haben, die werden versuchen, noch härter zu kommen. Sie haben schon mehrfach, wie Wolfgang Kubicki festgestellt hat, das Recht gebrochen und sie werden es weiterhin versuchen. Und umso stärker müssen wir zusammenstehen und das Recht sichern und damit die Demokratie sichern. Ja, ich möchte jetzt die Rede nicht in die Länge ziehen. Ich kann nur ermutigen, dran zu bleiben und sich nicht ständig beeindrucken zu lassen davon, dass angeblich die Mehrheit diese Maßnahmen alle gut findet. Ich verstehe es, dass Leute sich gesundheitlich bedroht fühlen. Es gibt auch Risikogruppen für Covid, höre ich immer wieder von Medizinern. Das muss man ernst nehmen, zum Beispiel die Älteren, vor allem in Pflegeheimen, ganz klar. Aber es gibt Maßnahmen, zum Beispiel bezüglich der Gaststätten oder ein großer Teil dieser Maskenpflicht, zum Beispiel im Zugverkehr. Warum führt man nicht einfach einen Waggon mit Maskenpflicht und einen ohne ein und stellt dann erst mal fest, welcher Waggon voll ist und welcher leer? Also, es würde mich nicht wundern, wenn die Versuche großer Teile der Bevölkerung nicht alles von diesen sogenannten Maßnahmen zu dem Covid-19, dass da die staatlichen Stellen versuchen, noch gegen die Bevölkerung den Druck zu erhöhen, wie sie es jetzt schon getan haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist selbst die Weltgesundheitsorganisation gegen Lockdowns. Warum macht man sie also in Deutschland zufälligerweise kurz vor der US-Präsidentenwahl? So ein Zufall. Ich kann uns also alle heute nur ermutigen, zusammenzustehen, mit denen im Gespräch zu bleiben, die offenen Geistes sind,
versuchen, andere immer wieder darauf anzusprechen, Fragen zu stellen, so wie ich heute während meiner Rede ein paar Fragen gestellt habe. Es freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sprechen durfte. Zu meiner familiären Vergangenheit wurde mir ein paar Mal schon dringend von der anderen Seite, also den Covid-Gläubigen, geraten. Ich solle die nicht sozusagen immer wieder erwähnen. Aber es gibt ein schönes Buch dazu, das ich jetzt gleich hier unten an dem Info- und Bücherstand noch handsigniert weitergeben kann. Vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit. John? Vielleicht eines noch. Ich höre immer wieder in Radio, Nachrichten, Fernsehen, Zeitungen, lese ich es auch, dass bei solchen Kundgebungen wie hier, dass da lauter Nazis auftreten. Ich kann da nur wiederholen, was Robert F. Kennedy bei der zweiten Großkundgebung in Berlin gesagt hat. I can see the opposite. Also ich kann nur das Gegenteil sehen. Only Democrats, nur Demokraten. Mir ist bei solchen Veranstaltungen und vor allem bei denen bei Tageslicht, wo ich alle erkennen konnte, noch nie jemand aufgefallen, die oder der irgendwelche Nazisprüche von sich gegeben hätte oder entsprechend gewirkt hat. Ich habe nur Peace-Fahnen gesehen, Friedensfahnen, ich habe nicht mal eine AfD-Fahne gesehen. Also hier ist eine Versammlung von Demokratinnen und Demokraten und mit Nazis hat es chemisch rein gar nichts zu tun. Das wollte ich noch sagen. Bei uns im Allgäu, im oberschwäbischen Allgäu, hat man schon anscheinend zur Zeit der Bauernkriege von 1525, also der ersten Revolutionen für mehr demokratische Rechte in Deutschland, den Wahlspruch ausgegeben, Long did look, also lasst nicht locker. In diesem Sinn, schönen Abend.